Krasse Zeiten, oder? Staaten schotten sich ab. Neue Zäune werden gebaut. Geldgier erstickt Menschlichkeit. Es wird beleidigt, niedergemacht, gehasst. Aber ich will mich damit nicht abfinden. Ich bin überzeugt davon, dass in jedem von uns ein Wertschätzer steckt. Ich bin Tim Niedernolte, 39 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, vom Beruf Fernsehmoderator beim ZDF. Ich bin Bruder, Sohn, Freund, Kollege, Fußballfan, bin Biertrinker, Gast, Gastgeber, ich bin Mensch. Ich liebe das Leben und ich bin zutiefst überzeugter Wertschätzer. Wertschätzung beginnt immer im Kleinen, da wo wir Menschen begegnen, wo wir auf Menschen treffen und dass wir sie als Menschen auch wahrnehmen, ansehen und ihnen auch das Gefühl geben, dass sie ein wertvoller Mensch sind. Und ganz wichtig, Wertschätzung beginnt immer bei mir selber. Wertschätzung hat für mich was mit Professionalität zu tun, gerade in Unternehmen, weil es halt einfach eine Eigenschaft ist, die dazugehört. Es geht nicht nur darum, Aufgaben zu erfüllen und Gewinne zu maximieren, sondern es geht auch darum, den Menschen mitzunehmen. Ich bin für das Buch durchs Land gereist und habe verschiedene Wertschätzerinnen und Wertschätzer getroffen, von denen ich weiß, dass sie selbst überzeugte Wertschätzer sind. Berichte von der Kraft des Lächelns, von Brückenbauern, warum Wertschätzung eine Kettenreaktion auslöst. Ich erkläre, warum man immer sein Bier festhalten sollte und warum der FC Bayern von uns abgeguckt hat und Wertschätzung mit Jupp Heynckes vorlebt. Ich berichte von Smartphones an der Supermarktkasse, geht gar nicht, warum Bastelschere und Keynote zusammengehören. Und ganz wichtig, ich habe den Versuch gemacht und habe herausgefunden, wie Wertschätzung schmeckt.